Und herzlich willkommen zum Half-Life Co-op Geplänkel mit Riesenkuh. Und das ist immer noch das scheiß 500 Abonnenten Special, was mir immer noch am Arsch hängt. Deswegen müssen wir das jetzt langsam mal fertig machen. So, sprich, ich bin wieder bei Riesenkuh und wir nehmen den Scheiß ja wieder weiter auf. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Jetzt darfst du auch mal sagen, du Spasti. Wieso? Was? Wo müssen wir eigentlich hin? Ah ja, wir sind auf jeden Fall im Gefängnis. Wir sind im Gefängnis, genau. Und wir müssen jetzt ganz schnell hier durch. Ja. Aber erstmal. Alter! Ach, das sind unsere, ne? Das sind unsere Homies. Ja, richtig. Ich muss erstmal die Uhr stellen. Ich muss mal eben hier den Sound ein bisschen niedriger machen. Muss ich auch machen. Habe ich auch gerade gemerkt. Ich vor Lautstärke. Ich kriege sogar gerade Kopfschmerzen. Ja, Kopfschmerzen sind überhaupt nicht gut, ja. Doch. Nee, das ist wie ein Schwangerschaftsurlaub. Das ist überhaupt nicht gut. Wenn die dann irgendwie reinlocken in die Fallen, dann wäre richtig geil. Warte, schau mal. Ist mal vorbei. Ja. Kack, Alter. Die Fallen kaputt, siehst du? Geil, ne? Ja, wunderbar. Voll Suicide. Klappt ja wunderbar, ey. Ich denke auch. Also besser geht's ja gar nicht. Aber das haben wir letztes Mal schon gemacht, ne? Aber egal, ja, war richtig, da, ist eh weg. Da ist ja die Aufnahme bei gestorben. Ja, weil du nicht mehr Speicherplatz hattest, wie scheiße wir sagen, ne? Ja und? Ja, wie hat er noch keiner für mich gespendet. Für eine neue Festplatte. Genau, also wer spenden möchte, kann sich bei Risiko melden. Oder auch bei mir, also habe ich auch kein Problem mit. Ich kann auch mal Spenden gebrauchen. Für? Bitte? Für? Was? Für was? Spenden. Weiß ich nicht. Für, weiß ich nicht, neuen Kaviar oder so, ich weiß es nicht, ja. Merkst du was? Ja, oder Chromfängen für dein Nika. Genau. Der ist toll. Ja. Wir sind. Musst du wegwerfen, das ist bekannt. Du bist ja auch schon gestorben. Nee. Natürlich, da liegt deine scheiß Leiche. Nein, das ist wer anders. Das bin ich nicht. Wieso steht doch hinter dir? Ja. Naja. Das ist trotzdem deine scheiß Leiche. Du bist dein scheiß Ding verreckt. Kackloser, ey. Ja. Weil übrigens hier gerade Kirmes, ja. Stärke gerade, ja. Überhaupt nicht. Ja, also Kirmes. Das ist vielleicht kein Parkplatz, wo wir so eine Garageneinfahrt haben. Da kann ich eigentlich immer parken. Aber ich krieg keinen Parkplatz. Niemals. Sozial, ne? Die ganzen Penner, die am Parken sind, ey. Aber auf Kirmes, da gibt's Bratwurst. Ich war gestern auf der Kirmes, weißt du warum? Nee. Keine Ahnung. Voll langweilig, laut, nervig. Voll toll. Nicht. Bäh. War voll scheiße. Und hier, ne? Da gibt's sogar eine Teesorte. Weißt du, wie die sich nennt? Tefe? Eine Teesorte gibt's. Weißt du, wie die sich nennt? Heiße Liebe. Nee, Kirmesgeschmack. Oder Kirmesaroma. Doch. Aber da bist du jetzt im Kopf. Nee, die riecht genau nach Kirmes. Das ist unfassbar. Also, ich hab da letztes Mal dran geschnüffelt. Und da roch echt original wie eine Kirmes. So, in den Sound schieß mal eben. Ist zu laut. Ich bin gerade am. Zu leise. Irgendwie ist halt ganz schwer, den Sound auszustellen. Ach, du machst das schon. Ja, ja. Das ist mach mal die Tür auf da, ich check das nicht. Hier die Viecher. So, wie war das denn nochmal? Irgendwie sind die Viecher schon da. Ja, wieso? Ja, weil hier lang. Ah. Okay. Boah, nee, ne? Was? Wo kommt der denn her, der Spongo? Ich sterb gleich, weil der so ein Spongo hinter mir irgendwie auf einmal war. Das ist total schwer, das Gefängnis. Ja, das ist voll epic, ja. Alter! Wo kommst du denn so rein? Du Spongo, hast dir alles angeguckt, oder? Nee, ich hab dich gerettet. Das ist deine Mama hat dich gerettet. Aha. Jetzt komm. Ja, wohin? Ich kenne ja nicht mal so ein Medipick, Medipack wohnen. Ich krieg schon ein paar Sprachfehler von der scheiß Kirmes, ey. ja, also echt, ey. Und AIDS. Die Kirmes, kannst du echt in der Tonne hauen. Ist da noch was? Ja, so ein Ding hier. Ich da hilft eine Granate. Genau. Merkst du das? Knöpfe. Alter, ist immer noch da, das scheiß Ding. Wie, das ist immer noch da? Ist immer noch da. Warte mal. Jetzt ist weg. Ist weg! Ja, ich muss erstmal hier reloaden ein bisschen, ja. HP und so. Oder sagst du was, ey? So, ich hab noch so einen Knopf gedrückt. Ja, was für ein Knopf? So ein Hebel, meine ich. Ein Höbel. Ein Höbel? Wie du was sagen willst, ein Höbel. Jetzt können wir hier zurückhöbeln. Weil hier hat sich jetzt irgendwas geöffnet. Die Tür, scheinbar. Scheiße, ich treffe den schon im Weg, ey. Ja.
ich habe einen atomisiert. Hier. Ja, sehr gut. Gehen wir jetzt weiter hier. Sag mal, Spocko, was hältst du davon, wenn wir jetzt schon verlosen und nach uns überlegen, was wir verlosen? Ja, genau, das hört sich gut an. Das hört sich auch verdammt fair an. Also, ja, sich, das ist so mehr so ein Überraschungsei. Ja, genau. Mehr oder weniger. Ja, ist verdammtes Überraschungsei. Läuft wieder wie folgt, ja. Also, wir haben wieder ein Getränk eines nicht namenhaften Herstellers. Den kennt man auch so gar nicht. Also. Ja, der ist eigentlich völlig unbekannt, deswegen ist das auch so schwer. Und deswegen müssen wir jetzt auch ein anderes System einführen dafür. Das System ist folgendes. Leute, die an der Verlosung teilnehmen wollen, die schreiben, wobei, die schreiben auch einen Kommentar. Schreiben die einen Kommentar, ne? Zusätzlich zum Kommentar schreiben sie mir aber noch möglichst eine Privatnachricht mit der Antwort, damit ich das besser dokumentieren kann. Delicious. Ja, genau, so machen wir das. Aber ein Kommentar will ich auch sehen. Ich überprüfe das, ja. Ich schwöre auf Koran. Richtig. Genau in diesem Video, wo ich das erzähle. Das wird alles ganz genau abgeglichen. Ja, also das wird hier, ne? Das ist nur nochmal so als Erinnerung, weil der mit den Kommentaren da, weiß ich nicht, das ist irgendwie unübersichtlich. Aber ich überprüfe das, ne? So. Leute, die richtig antworten und generell antworten, bekommen, hier, ne? Also die kommen dann in so eine Liste von mir rein und dann wird da ein random Moped drüber laufen lassen und dann wird da ein Gewinner ermittelt. So läuft das, ja. So, Getränk, welches heute zu erraten ist. Sehr schwer, das hier quasi wie bei RTL, ja? Also, richtig schwere Fragen gibt's hier. In einer transparenten Flasche, ja? Transparente Flasche. Roter Deckel. Mehr verraten wir erstmal nicht, mehr verraten wir später. Ja. Damit hier die Leute auch dranbleiben und weiter zuschauen. Genau, weil wir sind ja hier wie bei RTL, ja? Also, richtig. Jetzt mach ich das mit den Granaten, hoffentlich klappt das diesmal. Guck mal. Klappt das? Ha, guck mal. Ja, geht so. Ja, doch, ja. Hast du gut gemacht, ey. Ja, Papa hat's gut gemacht. Wieso geht die Tür nicht auf? Die geht wohl auf, die Tür. Mann. Ich hab Licht. Wie, du hast Licht? Ich hab Licht. Licht. Ja, guck mal, Licht. Das, hier war voll Krieg, da erinnere ich mich. Boah, jo, das war heftig hier. Weil keine Deckung. Doch, Waschmaschinen. Ich bin gestorben. Warum das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Nom 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 nom. Okay. Ich will die jetzt mal wegsnipern hier. Ich hab aber nichts zum Wegsnipern. Oh, ne, hast du nicht, ne? Deswegen nee. Muss auf mich warten, deswegen sniper ich dann. Ich will den hier. Komm ich eigentlich, will ich eigentlich immer respawnt hier oder ist das kaputt? Wie? Hier wurde immer noch nicht respawnt. Ja, warum das denn nicht? Ah, jetzt. Ja, genau jetzt bin ich gestorben. Echt? Ob das irgendwie zusammenhängt? Weiß ich nicht. Boah, meiner, ich hab gerade einen getötet, ja, und dann schreit der Nigger hier erstmal. Like that! Na. Ich muss hier mal mehr mit hier, warte. Okay. Waschmaschinen rumschmeißen. Alter, sehen wir nix. Boah. Ha! Ha, I got one, sagt er. Ja. Da oben ist einer. Schön der Schrotflinte auf 1000 Meter Entfernung, ey. Das kommt gut, ey. Das kommt verdammt Kopfschuss, gut. Hast du gesehen? Reload. Bam. Tot. Ich hab Granaten, ja, schwör. Wo ich geht's denn jetzt hier lang? Weiß ich nicht. Ja, da brauchst du keinen hinschmeißen. Doch. Safety first. Genau. Alter, hier sind überall welche. Das ist total schlimm hier, ey. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Voll die Nazis, ey. Aber echt mal. Alter, stirb. Ja, geht da. Voll Krieg, was hier abgeht, ey. Upp. Ich bin schon wieder fast tot. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht, ja. Ich hab nur auf einfach gestellt, ja. Ja, ja. Also so ist das nicht. Ich hab nur 9 HP, ja. Nee, das ich hab keine scheiß Granate mehr, die ich auf die komische Kacke da schmeißen kann. Da müssen wir müssen irgendwas anderes finden zum Schmeißen. Bist du schon wieder gestorben oder was? Wie kommst du denn darauf? Wie eine scheiß Leiche von der liegt. Das war deine. Ja, also ich bin noch nicht gestorben. Quatsch. okay. Fuck.
Oh, jetzt bin ich gestorben. Okay, jetzt muss ich denken. Naja, du bist schon wieder doppelt so oft gestorben wie ich. Nur mal zum Festhalten, ja. Ja und? okay, Moment. So, wunderbar. Wollte schon sagen, ja. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ja, nix. Ja, warum ist das explodiert? Weiß ich nicht. Warum mach ich schon wieder keine Granaten? Ich will eine gefangene Granate haben, Scheißwitzer. Ich will Raketenwerfer haben. Was haben wir denn hier? Ich möchte mich ducken. Alter, was war das denn? Warum ist hier auf einmal überall Feuer in der Scheißküche? Und ich mittendrin. Von den Nazis, geht ja mal gar nicht, ey. Ja, also wirklich, ey. Asozial. Ih, geht weg. Ah, hier ist, ne? Wo bin ich? Ja, fantastic, ey. Ich verlauf mich hier ständig, ey. Was ist denn hier heute los, ey? Über blutige Leichen, ey. Ja, weil ich wieder am Arbeiten bin. Ja, leck mich. Nee. Doch. Leck mir meinen fetten Arsch. So, jetzt aber... Ne, ich hab keine Ahnung mehr, wo es hier lang geht. Was fragst du mich denn? Ich hab doch eh keine Ahnung. Ich bin nämlich gerade hier, weiß nicht, voll geschockiert oder so, kaputt, keine Ahnung. Was stimmt hier überhaupt nicht, ja? Nicht, dass ich nachher noch schwanger bin oder so. Ja, das geht aber nicht, ey. Das ist unschön. Ja. Also in der Küche ist auf jeden Fall schwer Feuer hier, ne? Feuer? Feuer. So. Ich meine, wir waren da gerade schon richtig, ja? Also irgendwie... Ja, ich meine auch, dein... Ach, okay. Okay. Ich meine, sie müssen da lang, ne? Nein, müssen wir nicht, auf gar keinen Fall. Nee. Ich meine, nie auf gar keinen Fall. Was ist das denn hier? Don't try this at home. Ein bisschen vielleicht, aber nicht nee. Ganz. Sonst kommt hier noch das Jugendamt oder so. Nee, das wollen wir ja nicht. Nee, wollen wir nicht. Du willst halt vielleicht, ich will halt nicht. Die deine 30 unehelichen Kinder abnehmen oder so, ich weiß es nicht. Das sind mittlerweile 35. Hier geht aber auch nicht der Punk, immer so ganz nebenbei. Hier geht nämlich gar nichts. Ach, aber Mann. Hier ist ein Loch im Fenster, das sollten wir vielleicht missbrauchen. Ha, bin weiter. Ich verstehe. Ich komme jetzt übrigens gleich direkt in eine Stadt. Jetzt hier wieder so ein fettes FIFA vertöten müssen. Ich schwör auf Koran. Komm. Ja, ich bin da oben in Sicherheit, ey. Nein, ich krieg jetzt gerade echt Probleme, Junge, ey. Komm mal lieber runter, da, du Spongo, ey. Feigling, ey. Ich bin doch schon da. Ja, keine Munition mehr. Geh weg. Das hatte ich lieb, das hat einen Penis.